Willkommen wieder zurück bei World of Goo. In einer vierten Welt stehen wir eben in The Information Superhighway. Und wir beginnen gleich mal mit Hello World. Das ist meine Lieblingswelt, muss ich sagen. Nicht nur so schön designt, finde ich, sondern es gibt ziemlich coole Arten von einem Goose. Und zwar die sieht man ja schon, wie ich schieß mich mal woanders hin, Goose. Das ist jetzt wieder nur so ein Einführungslevel, so ein Tutorial-Level. Und, auch wenn die Grafik vielleicht jetzt verschlechtert aussieht, ich finde es irgendwie trotzdem schöner, muss ich irgendwie sagen. Das hat einfach seinen eigenen, sehr guten Stil. Ja. Gut, dann werde ich mal so das so machen. Außerdem finde ich den Cursor jetzt schöner. Also die Level sind wirklich sehr einfallsreich, schwieriger auch. Ja, zumindest einige, nicht alle. Das wäre kacke. Bulletin Board System. Aha. Was man sieht hier, hier Blätter fliegen hin und her. Das ist auch schon wieder ein Anzeichen darauf, dass hier Wind herrscht. Und ich schieße den ersten natürlich sofort vorbei. Und den zweiten auch. Und der dritte bleibt da liegen. Ist ja auch geil. Ah, ich glaube, ich fange mal an. Ich finde nicht so viele verschießt, weil das Level ist ja eigentlich nicht so schwierig. Und bisschen kacke. Ups. Zack. 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 Dann muss jetzt aber alle klappen hier. Hatten vorbeigeschossen. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich sollte nur relativ viele überleben. Und vorbeigeschossen. Ist ein bisschen schwieriger. Aber geht. Ups, ich. Ach so. Vielleicht mal Feuer sehen sollen. So. Und so. Soll man das, glaube ich, machen? Dann kann man die Dinger viel einfacher da lang schießen. Und ich habe schon wieder einen verkackt. Und schon wieder einen verkackt. Ich glaube, das reicht schon gar nicht mehr. Uiuiuiuiuiui, der ist jetzt einfach hier. Ja. Ich sag einfacher, witzig. Mann, das reicht nicht, ne? Nö, oder doch, könnte auch genau reichen. Nö, einer zu wenig. Ja, kacke. Ich sag, es wird schwieriger. Aber ich habe mich auch einfach nur sehr, sehr dämlich angestellt. Erster weg. Zweiter weg. Dritter weg. So. Ah, erster weg da an der Stelle. Oh nein, du. Ah, schon viel für mehr. Ist doch geil, ey. Ups. Von da oben ist es, glaube ich, ein Stück besser. Da kann man. Oder auch nicht. Ja, doch, eigentlich schon. Aber doch, das sollten genug sein. Ja, das passt, auch wenn ich mich wieder sehr, sehr dämlich angestellt habe. Das passt. Und ich kann euch sagen, es ist ein scheiß Wetter draußen. Zur Zeit, aber es ist egal, sitzt der drin, ein Stück oder gut. Ich muss so anmerken. Erstes Mal Schnee in diesem Jahr, dann bleibt es nicht liegen. Hurra. Grapevine Virus. Yeah.
Und dieses Level ist kacke, verdammt schwierig. Kann mir drei erinnern. Ah, und das dauert auch noch so ewig. Das wird schwierig werden. Also die Welt werde ich nicht für die vorherigen alle, also zumindest glaube ich zumindest, dass es alle waren, in so zwei Parts schaffen. Das kriege ich wohl nicht hin. Und die Welt ist wirklich schwierig, auch weil es meine Lieblingswelt ist. Die ist ziemlich schwierig. Und so. Jetzt erstmal. Warum fallen alle da runter? So, ich weiß mal mit dem nach ganz oben. Denn soweit ich mich erinnern kann, ja, war hier diese komische Strippe. In dieser komischen Strippe muss man die roten Goose, also diese roten kleinen hier, wenn die da reinfallen, werden die rot. Und die Demonstration hier. Oder auch nicht. Blub. Wird er rot. Das ist dann hier der sogenannte Virus. Zack. Zack. Der kann nämlich wieder da runter. Zack. Oder da rein. Mal wieder raus. Ich sollte sehr, sehr viele von diesen. Also was heißt sehr viele, aber ich brauche mindestens noch 4 grüne. Um eben das Level zu enden können. Um das Level beenden zu können. Denn die roten nimmt die Röhre nicht an. Also, ich glaube, ich habe das ziemlich. Ne, ich glaube nicht nur, dass ich habe so bis ziemlich dumm gemacht. Ich komme mich eben nicht mehr dran erinnern. Das ist eine ganze Weile her, seit ich das letzte Mal World of Blue gespielt habe. Zack. Zack. Ah, nee, weg da. Ah, der Grüne noch. Ah, du bist ein Grüner. Jetzt kann schon mal die Roten ausschießen. Das ist zurzeit, glaube ich, leichter jetzt als die restlichen Grünen rauszufinden. Zack. Und der Grüne ist schon wieder da. Wenn man sie nicht braucht. Aber ich brauche viel, viel mehr Rote. Das steht jetzt schon mal fest. Und zack. Naja, erstmal kann ich die ja da hochschießen. Ich muss gar nicht alle da hochschießen, weil ich muss von, obwohl. Ja, doch, ich weiß nicht, wie viele ich insgesamt noch brauche. Muss ich Demonstration? Komme ich da hoch? Nein. Kacke. Und schon wieder einer weg. Und voll verkackt. So. Und verkackt. So. Das ist aber nicht der einzige Schwierigkeitsgrad in diesem Level. Ah, das ist nämlich der zweite. Und das Kacke ist, hier gibt es keine von diesen so wunderschönen Fliegen. Das heißt, ich werde dieses Level sehr, sehr offen machen müssen und. Oh. No. Okay, das war gut. Aber ich brauche am Ende nur noch nur 4 und wie ich sehe, wie viele Grüne da noch so rumtummeln. Könnte ich das sogar trotzdem jetzt noch schaffen, deswegen lasse ich es erstmal. Wenn nicht, regt mich halt umso mehr auf. Und oh mein Gott, schneid es draußen. Und dann bleibt er auch nicht liegen. Und oh, das ist ja. Ach komm, diese eine rote da, ey. Zack. Allop. Yay. 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 Ich finde es irgendwie komisch, dass zu diesem Zeitpunkt hier habe ich noch keinen einzigen Part von World of Blue hochgeladen. Und ich bin schon in der vierten Welt. Bei einem Kack-Level. 4 müssen übrig bleiben. Sind noch 6? 5? Ne, sind noch 5. Ach, die werde ich nämlich auch brauchen. Glaube ich zumindest. Wenn nicht, ist ja auch egal. Und jetzt geht schon einer da hoch. Let's. Na, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Boah. Geht das so schon? Dann habe ich wirklich viel zu viele rote gemacht. Ah, oder vorher, ja, wenn es jetzt das nochmal irgendwo gegen abschmiert, aber. Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Jetzt wenn ich ein bisschen relativ am Ende noch 2 oder 3 rote Booster ranheften. Ah, nur noch einen.
Und jetzt die Grünen ohne jeden Fehler da hochschießen. Das ist ja einfach. Wer? Wow. Komm da. Geil, ey. Geil. Ich guck grad so nach draußen, weil das ist echt schön, sieht das aus. Mit diesen riesigen Schneeflocken. Naja, aus 5 von denen könnte man einen Schneeball formen. Wenn er schnell liegen bleiben würde. Naja. Graphic Processing Unit. Bla bla bla, Upgrade Mode. Ach, hier ist die Musik nicht mehr so wunderschön, kann ich mich erinnern. Das Level ist es auch. Also, ihr seht, da unten ist ein roter Bommel. Hier sind rote Goose. Ich schieße mit diesem Ding einmal nach da. Er fliegt darum. Und fliegt darum. Und passt sogar sofort. Jetzt muss ich, also dieser Planet hat Anziehungskraft, das mich ein bisschen an Mario Galaxy erinnert, aber mich interessiert es ja nicht wirklich. Ich hoffe mal, der rote Goo fliegt da nicht voll vorbei, aber das tut er. Ich weiß nicht, wie lange dieser Goo jetzt noch da rumfliegen wird. Ah, perfekt. Jetzt hier. Ah, zack. Ah, verdammt. Entweder geht jetzt wieder hier drauf oder fliegt noch eine Runde. Noch eine Runde. Wuhu! Go do Goo. Ach, dauert mir jetzt zu lange. Die Roten, mit den Roten kann ich sowieso nichts anderes anfangen. Und er ist wieder da, der Goo. Oh oh. Warte mal, ich schieß mal so ein bisschen gerade. Ah, er fliegt trotzdem noch da lang. Das ist schräg. Das ist. Ah, toll. Ah, vielleicht so. Wenn ich das Ding jetzt noch richtig bewegen würde. Ah, perfekt, oder? Perfekt. Noch einen einzigen roten muss ich treffen. Es würde auch so funktionieren, wie es gerade aussah, aber. Besser ist besser. Also, wie ich es ja immer so schön sage, ne? Ist auch logisch, besser ist ja immer besser. So, jetzt muss ich die Grünen eigentlich die ganze Zeit nur so nach da schießen. Ja, das passt. Darum krabbelt auch noch so ein Grüner rum, oder? Kann ich noch. So. Jupp. Kann ich die Roten auch noch? Ah, ne, die heften sich ja nur da dran. Ach, das wäre jetzt blöd gewesen, das zu versuchen. Auf jeden Fall haben wir das Level, glaube ich, mit so vielen Bällen, Goos wie möglich gemacht. Yay! Yeah. Ich kann euch sagen, da ist noch ein Level. Und dann gibt es hier noch ganz viele Level hoch. Wann ist da? Das ist der erste Mal. Glaube ich, oder? Ja, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ach doch, weiß ich noch, aber ich sag's nicht. Oh, was ein schöner Design. Ach, wieder ein Einführungslevel. Das sind nämlich Steingoos. Diesen Steingoos, dieser extrem. Obwohl, ja, extrem langweilig kann man nicht sagen. Ist schon wieder eine gute Idee, aber trotzdem, es ist nicht so spannend wie andere Goos. Also ich meckere jetzt auf die Welt, aber trotzdem ist es meine Lieblingswelt, aber naja. Warum mache ich das eigentlich so? Die kann ich ja wegmachen und dann kann ich die dahin, dahin, das so. Und so brauche ich das eigentlich auch gar nicht machen, aber naja. Ja. So, zack. Und naja, das war so gewollt. Das war natürlich extrem cool, ne? Also ja, das ist können. Naja. Auf jeden Fall. Diesen Goos muss man eben bauen mit diesem Steingoos. Aber ich fand schön, dass diese Steingoos und also generell die Goos nicht alle gleich aussehen. Finde ich schön. Auch von der gleichen Sorte, die sehen nicht alle gleich aus. Und diese Augen von diesem Steingoos verfolgen mich immer, ey. Dieser Penner. Ja, vorsichtig.
Hohoho. Ja, sollte passen. Jetzt noch den hier und dann. Ja. Perfekt. Geben sie noch das gleiche. Zack. So. Und jetzt wieder vorsichtig hier lang bauen. Und boah, hatten wir lange diese ganz normalen Boost nicht mehr. Brauche ich am Ende 4 Stücke. Gibt's 4 schwarze? Ja, es gibt 4 schwarze. Das heißt, ich muss nur, theoretisch muss ich nur da hinten hinkommen. Das wird jetzt nicht so schwierig sein. Theoretisch bin ich schon so gut wie da. Da bin ich schon. Das war wieder so ein Tutorial-Level für diese Boosty, für diese Steinboost. Jetzt nehme ich meinen weg. Hey, kaputt. Hey, kaputt. Hey, kaputt. 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 Oder auch nicht. Jetzt kaputt. 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 Naja, lassen wir das. Also direkt beim ersten Mal geschafft. Wie das immer sehr, sehr schön finde, wenn das passiert. Yay. Hat sich was schön aus hier. Schöner hier wieder der Cursor. Graceful Failure. Ja, Fail könnte es werden. Ob das Uhr dazu kommt, weiß ich nicht ganz genau. Auch und Mann, ist der wieder Cursor wieder so trostlos aus. Und oh mein Gott, das war schwierig. Das weiß ich noch. Mit diesen hässlichen Dingern da, zack. Auf dem iPod, da habe ich das gehasst, sage ich euch. Nein, nein, nein. Ach. Popo. Das ist für ein Popo. So, also erstmal so. Ich mache das erstmal so, dass ich nur noch erstmal diese vielen Dinger da habe. Oh oh. No! Okay. Nein! Ach, Kacke. Ich sag ja, das Level ist schwierig. Und das mit dem Fail war sogar richtig, richtig von diesem Level. Aha, naja, bis jetzt ist noch gut. Und? Ja, immer noch. Nein! Ach, Kacke! So weit zu. Jetzt hier mal zack. 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 Ach. Dann bist du dem Moment war so gut. So gut. Kacke. Da kann man das vielleicht nicht sagen, ne? Kack, Mistreck-Level, ey. No! Kacke. Boah. Bam! Geil. Absolut geil. Okay, ich hab's dann doch noch geschafft, nach 150.000 Milliarden 873 Versuchen. Und wir haben 2 neue Level. Hooray, the Server Farm und Alice and Bob and the Third Party. Ich will gerne zu Bob. Somebody is listening. Ey Bob, du bist ein Bob, ey, guck mal, das ist so eine Röhre und ohne Dinge, aber trotzdem so eine
schwarze Umgebung. Ach so, ja, geil, ey. Nee, das ist auch relativ leicht. Da muss ich nur so ein bisschen versperren. Das kommt. Darauf. Oder darauf. Ist mir auch recht. Den kann ich da rausziehen. Kann ich da. Freut sich. Ah, muss man besser da nehmen. Kann ich dahin klatschen, damit das nicht kaputt geht. Da brauche ich eigentlich. Ja, doch. Ist besser. Und. Pack ich. Pack ich. Da noch einen hin. Ne, da muss er einer hin. Ne? Ja. Ey. Irgendwie immer kaputt. Von den Seiten was ist, muss ich aber beeilen oder was? Ey, ist ja scheiße. Das habe ich noch nie gesehen. So. Dann kann ich mir jetzt hier noch einen holen. Denn reicht immer noch nicht. Na, ich weiß nicht, ob das reicht, aber ich kann ja. Man kann es ja mal versuchen. Ah, nee. Ah, nee. Kacke. Ja, da sind wir wirklich kaputt gegangen am Anfang. Ich habe nicht gesehen, dass da diese Räder waren. Habe ich noch nie bemerkt, muss ich sagen. Ach, das ist ein bisschen kacke, ist das schon. Und ich kann gleich wieder von vorne anfangen. Denn diese Scheiben oder was das auch immer darstellen sollen, diese komischen Steinblöcke da, die brauche ich allesamt. Sind ja nur zwei. Sonst kopieren mir die Guss ja hier. Toll. Toll! Sei echt geil, ey. Ah, Ironie, Ironie, Ironie. Was funktioniert da so? Wie viele habe ich denn jetzt noch? Vier. Das sollte aber reichen. Wenn ich jetzt mal keinen mehr kaputt mache. Zack. Und nicht hinwegkicken. So. Ach, ich wollte ihn noch nur nehmen, ey. Ach, nervt teilweise ein bisschen, dass es nur wirklich nur diese Ein-Klick-Steuerung gibt. Aber was soll man dagegen tun, ne? Oh, vorsichtig. Jetzt. Da-da-da-dam. Funktioniert. Außer dass da ein paar kleben. Und da. Und zack, back, back. Perfekt. Ach so, so geht das. Ist ja einfach. Blubbidi-blub. Kommt meine oh. Meine Dings. Geil. Hat ja auch lange genug gedauert. Yay. Und der Cursor ist wieder cool. The Server Farm. CPU Circles. Cycles. Das ist mal ein cooler Hintergrund, finde ich. Und schöne Musik ist auch da. What the hell? Was muss ich hier machen? Oh ne. Oh ne. Das ist das Gleichgewichtslevel. Ich muss auf der einen Seite einen Turm bauen und ob wäre das nicht schon schwierig genug. Zwingen die mich hier auch noch, das Gleichgewicht richtig auszubauen. Ging es ein bisschen im Gleichgewicht, ne, war? Natürlich, was denn sonst, ne? Ach, schlimm. Da mal ein paar mehr hin, dann kann ich hier
Was geht das Ding denn immer noch da? Das ist ja schlimm. Und zu viel. Muss man fliegen. Kommt meine Dinger hier. Mein Goose. Ach, die wollen mich doch verarschen. Yes! Man! Irgendwo einer? Nee. Aber das reicht mir auch völlig, was der will, ist schwierig, finde ich. Wobei ich es normalerweise beim ersten Mal schaffe, aber auch die sind schwierig, die man beim ersten Mal schafft. Yay! Ist das schon? Ja. Dann kommen wir zu der Stelle, wo ich bei der Winnie weitergekommen bin, weil es entweder ein Fehler da war oder ich einfach zu dumm war. Denn diese Dinger hier unten haben mich verwirrt. Mit denen macht man eigentlich so ziemlich gar nichts. Das ist einfach nur ein Windows-Fenster hier. Kann ich mal hin und her schieben, das Fenster? Nein. Hier kann man sich diese coolen Dinger holen. Die Steingoos eigentlich. Ich gehe natürlich zu Games, wozu denn sonst hier? Ich als Mega-Zocker. Und wir müssen einen Turm bauen. Wir haben unendlich von diesen Dingern, also ist total egal, wie viele wir davon verbrauchen, wegschmeißen. Etc. Das schon? Nee, das wären Applications. Und mit diesen krassen Steingoos oder Fenstergoos in dem Fall müssen wir einen Turm nach oben bauen. Ich mach's auf die einfachste Art. Also normalerweise könnte man so einen richtig dicken Turm bauen, der bei zu sehr wenig Prozent runterfällt, aber so geht's einfach schneller. Und eigentlich müsste es sogar besser funktionieren, wenn man denn nicht so eine Kacke macht wie ich. Ich kann auch jetzt nicht euer Ernst, dass der Turm so stehen bleibt, so schräg hier. Und weg ist er, der Turm. Hooray. Wieder von vorne anfangen. Er hätte ja sowieso gemusst, also ist so ziemlich egal. Nur die Anzahl der Züge multipliziert sich dadurch. Die wir eben benutzen, um diesen Turm hier zu bauen. Aber weil mir das sowieso total egal ist, ne? Wie viele Züge ich denn brauche? Ich weiß auch gar nicht, wo die da sind. Man kann auch noch irgendwie, ich weiß nicht, wie man das macht, aber man kann auch irgendwie nachgucken, mit wie vielen Zügen man es schaffen kann. Also die Bestzahl an Zügen, die man haben kann. Für jedes Level gibt's das. Und da ist Mom! Come closer, love Mom. Mom. Ask Mom, bitte. Okay. Hallo, Mom. Do I smell cookies? Yes. I'm backing your personal information into each one. Okay. What no personal information is in your cookies? Political status and cookies may contain. The location, complete search history, ripped soy product, online purchase, medical records, telephone logs, web logs, email logs, streaming video from your current location, and more. That's Mom's special recipe for offering free convenient relevant information to valued users like you. Du nervst mich, wer bist du, bla 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 bla, du bist Mom. You used to be a really big website. I still am big.
it was the users who got small. Was information super away about years ago? Yes. But maybe one day, users will come and visit again. Are you alive? No. But I was written with love. A new scripting language. Where you write applications using feelings, I feel good about that. How do you feel? Do you know everything? Mom always knows the best. I also know that in most dialogue trees, you can always choose the last option, over and over, and really blow through the narrative. But Mom will know about that too. Du nervst mich. Have you been watching me? I revised streaming video when you crawled out of the frog's mouth. And I indexed blog updates when you exploded the robot's head. Everything seemed to be going out so well. What do you... For a stalker, man, Allah. What do you know that everyone has left? I write letters to each user and fill them with special offers, encryptions, and important marketing messages. Specifically targeted to their registered personal interest categories. Ja, das hier habe ich falsch vorgelesen, das ist mir jetzt egal. And reminds them to come visit Mom. We would want anyone feeling lonely. Du nervst mich, ich will nicht weiterspielen. Does anyone ever come visit anymore? You did. This information is stored and Tu jetzt mal alles weg, weil mich das ziemlich nervt. Die redet eigentlich mit sehr viel Kram, den ich eigentlich gar nicht haben will. Also. Ach, die spammt tausende von Usern, Mom. Und jetzt sollen wir irgendwie, also das weiß ich noch, wir sollen irgendwelche Sachen von ihm zerstören. Du nervst mich, Mom. Ach, nervt das, ey. Hätten sie nicht reinbringen sollen, meiner Meinung nach. Das nervt mich echt. Ein Smiley. Da! Vorbei! Geh doch! Über die Mail. World of Google Corporation Public Terminal. Also. Cool. Das Level hier, dieses mit den Mom, hat mich echt genervt. Ich hasse es. Naja, ich habe eine Mail bekommen. Bitte! Ich muss erstmal die Mail, die es nicht wissen, die Mail muss ich erstmal holen, damit wir dann ins nächste Level kommen. You've been selected to receive special offers from Mom and Mom's affiliate network boss. Remember, nobody knows you better than Mom. Love, Mom. Und jetzt können wir dieses Level hier machen. Und das machen wir sofort. Deliverance. Recycle bin and back again. Undelayed! Was müssen wir hier machen? Explodieren die Dinger nicht, genau so war das ja. So, jetzt in die Ecke da rein und dann kaboom! Geile Sache. Lass jetzt hier kaputt batchen, komm schon. No. Ach, komm schon, wir irgendwie hier schaffen, hier dieses Ding anzuflemmen. Oh, nervt das. Normalerweise ist das relativ leicht. Da kann man einfach einmal kaputt batchen. Ach, nervt, dass man das hier nicht richtig.
Ey, was will das denn nicht, ey? Geht doch. Normalerweise kann man da einfach einmal anzünden und dann mal brennen die alle an. Also müssen wir es bei mir mal so. Verdammt. Ach, geile Sache, ey. Was soll das denn? So, besser. Und kaputt. Und kaputt. Und am Arsch. Ach, geh doch weg, ey. Viel besser. Und nicht viel besser. Kaboom. Katschaboom. Katschaboom. Und was zum Teufel ist das? Da liegt ein etwas. Ich hab grad keine Ahnung, was ich machen muss. Hier sind diese Dinger. Guck mal, er macht Rückenschwimmen. Wenn ich jetzt noch wüsste, was man machen muss, das wäre natürlich geil. Jetzt heißt man irgendwie hier so. Zack. Nö, der springt, der tut mir ein bisschen hin und her hier im Hintergrund. Kacke, was muss ich machen? Ich weiß es nicht. Ja. Mann! Wie ging das denn, wenn ich jetzt hier unten bin? Ah, ich weiß wieder wie. Kacke.